Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungswege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verbände, Blutdruck und Blutzuckermessen. Die Welt der kleinen Steine fasziniert nicht nur die Kinder. Das erlebte jetzt Bürgermeister Hubertus Mühling in der St. Johanneskirche in Langenholthausen. Interessiert nahm er an der Eröffnung des Ostergartens aus Legosteinen teil. Bis zum 22. April kann die Ausstellung besichtigt werden. Werktags von 15 bis 18 Uhr und an den Wochenenden samstags und sonntags von 14 bis 16 Uhr, auch Ostermontag übrigens, das dann der letzte Tag ist der Ausstellung. Und zusätzliche Zeiten können auch über Internet vereinbart werden. Das ist teilweise sogar schon sehr stark Gebrauch gemacht worden von. Entstanden ist das Projekt 2015 in der Propsteigemeinde in Werl. Dort gab es die Idee des Ostergartens aus Legostein. Ich lade einfach ein, dass wir diesen Weg mal gehen und uns an den 7 Stationen das mal anschauen. Und auf dem Weg dahin lade ich ein, wer mag, kann einfach mal sich mit einem Jünger identifizieren. Hier können wir die erste Station sehen von diesem Lego-Ostergarten. Jesus zieht in Jerusalem ein. Das, was wir am kommenden Sonntag in all unseren Kirchen, christlichen Kirchen, feiern, den Einzug Jesu in Jerusalem. Und bereitet seine Jünger darauf vor, dass er sterben wird. Chill and Pray lautet die diesjährige Aktion der jungen Kirche zur Fastenzeit. Bis Ostern stehen noch so einige Termine in der Kirche in Langenholthausen an. Komm und bleib, solange du möchtest, laden die Organisatoren ein.